Du bist Inhaber oder Geschäftsführer eines Startups und auch dein Unternehmen ist durch die Corona-Krise betroffen, sodass das Ende des Geldes schneller in Sicht kommt, als die nächste Finanzierungsrunde geplant ist. Dann gibt es die gute Nachricht, dass nämlich die Regierung und die EU auch mehr Gelder bereitstellt, zur Verfügung stellt, damit du mit deinem Startup die Krise überwinden kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und bundesweit helfen unsere über 40 Berater, Unternehmer in Startups über die verschiedenen Wachstumsphasen jetzt in der Krise bis zum Exit diese Prozesse erfolgreich zu gestalten. Auch die Startups, die wir betreuen, sind betroffen von der Corona-Krise und merken, dass die Umsätze zurückgehen und Aufträge storniert werden. Und die können natürlich jetzt schneller mit dem Programm Wagniskapital die nächste Finanzierungsrunde einleiten oder auch auf noch mehr Mittel zurückgreifen. Die gute Nachricht ist, dass die wagniskapitalgebenden Finanzierungshelfer, so wie die KfW oder BAFA oder auch die Landesprogramme wie die IBB BET aufgestockt werden mit bis zu 2 Milliarden. Und die Finanzierung, das wird dir schon bekannt sein, ist 50% ein Investor oder eine Investorengemeinschaft und die restlichen 50% werden von den Wagniskapitalgebergesellschaften aufgefüllt. Und als zweites Programm hat der Bundestag den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds in den Leben gerufen. Und hier kannst du Mittel beantragen, wenn dein Unternehmen eine Bilanzsumme von 43 Millionen oder größer hat, wenn du im letzten Jahr mehr als 50 Millionen Umsatz hattest und wenn du mehr als 249 Mitarbeiter hast. Solltest du das Kriterium nicht erfüllen, gibt es noch eine zweite Option, die deine Antragstellung berechtigt. Nämlich wenn du seit dem 01.01.2017 in mindestens einer Finanzierungsrunde bewertet worden bist, also das Unternehmen mit mehr als 50 Millionen, dann steht hier auch das Recht auf Antragstellung zu. Damit du in Genuss kommen kannst, dieser 600 Milliarden Euro, die insgesamt im WSF aufgelegt worden sind, musst du deinen Antrag stellen an das Bundesministerium für Wirtschaft. Und diese werden dann dort deinen Antrag prüfen auf 4 Kriterien. Das erste, was geprüft wird, ist die Bedeutung deines Unternehmens, denn das muss relevant sein für die Wirtschaft Deutschlands. Als zweites wird die Dringlichkeit geprüft. Also ist es wirklich zwingend erforderlich, dass du jetzt Mittel aus diesem 600 Milliarden Euro WSF-Fonds bekommen musst. Als dritten Punkt werden die Auswirkungen geprüft, die dein Unternehmen hat, mit und ohne Förderung auf den Arbeitsmarkt und auf den Wettbewerb. Als viertes wird dann geprüft die Wirtschaftlichkeit und die Sparsamkeit. Also ist es wirklich erforderlich, dein Unternehmen zu fördern? Und wenn ja, was ist die unterste notwendige Grenze, damit dein Unternehmen durch die Krise kommt? Wenn du mehr Informationen haben willst, dann geh gerne auf die Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft. Und denk daran, dass viele Menschen auch jetzt hier einen Antrag stellen werden. Und sei du der Erste, der dann den Antrag stellt und nicht der Letzte, dessen Antrag oben auf den Stapel kommt. Wenn du Unterstützung brauchst durch unsere über 40 Berater, die über Videokonferenzen bundesweit dich begleiten können und auch vor allen Dingen zertifiziert sind, sodass die Kosten bezuschusst werden, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Du erhältst erstmalig beim Antrag 4.000 Euro Zuschuss für die Beratung, die du nicht zurückzahlen musst. Gerne aber kannst du jetzt Daumen hoch machen, auch zum Video, unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen an all diejenigen, die diese Programme noch nicht kennen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Überwindung der Krise. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.